Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kinder. Und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. So, das ist jetzt schon einige Zeit wieder her, seitdem ich hier den letzten Part hochgeladen habe. Ja. Und was gibt es dazu großartig zu sagen? Dass ich gerade in letzter Zeit generell wenig hochlade, hat einfach damit zu tun, dass ich gerade noch in der Abiturphase bin. Und das, was ihr alles bisher gesehen habt, war das, was ich zurzeit auch noch am Vorrat aufgenommen hatte. Ich habe jetzt alles Schriftliche, also was das Abitur angeht, hinter mir. Ich muss nur noch das reguläre, mündliche Abitur in meinem vierten Fach Philosophie Ende diesen Monats machen und hoffen, dass ich nicht in irgendeine Nachprüfung muss, weil sonst kommen noch weitere Termine hinzu. Ja, so viel erstmal zu dem Organisatorischen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, erstmal wieder Zeit. Ich muss hier erstmal wieder schauen, was hier gerade los ist. Und ja, beim letzten Mal haben wir hier ja den Asteroid zum Teufel gejagt. Und jetzt schaue ich mal, wo wir jetzt hinkommen. So. Scheiß drauf, hier kommt gleich bestimmt wieder irgendein Vieh. Ah, das ist Sackgasse. War hier irgendetwas? Das war der Energieknoten, über den wir uns so gefreut haben. Damit ist dieses Kapitel auch zu Ende, wie ich letztes Mal schon gedacht habe. Kapitel 7 ins Leere abgeschlossen. Und auf Kapitel 7 folgt Kapitel 8. Nee, speichern jetzt nicht. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Und jetzt suchen und retten. Wir fliegen jetzt mit der Monorail Station zur Brücke. Brücke. Ja, der Hampton, also der Quotenneger, der fehlt ja gerade. Und jetzt schauen wir, wie es aussieht. Hier waren wir ja schon mal, wie man an den geöffneten Elementen bereits sieht. Und wie ich es mir denken kann, wenn ich den ersten Schritt rausmache, kommt wieder irgendeine Film-Videosequenz. Wir haben ein Problem. Es scheint aufwärts zu gehen. Ja. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Jo, kein Ding. Machen wir. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Ach, genügend, genügend. Sonst ist hier nix. Dejata cool. Dragonfly. Nanographic Technologies. Wunderbar. So, gehen wir mal weiter. Attention. Thanks for your cooperation. Ach, hier war das. Friends. Da passiert wieder irgendwas. Nee, das ist gar nichts, ne? Man hat doch nichts gehört. Schauen wir mal, was uns erwartet. Schauen wir mal nach. Mit unserer Strahlenkanone. Ja. Ja. Tödliche Anomalie. Quarantäne wurde aktiviert. Was? Ja, so hell. Kill 3 auf 1.
Quarantäne aufgehoben. Finde ich gut. So, jetzt dürfen wir hier erstmal wieder Haufenweise aufsammeln. Ach, dass die immer so einen Stress machen müssen. Unglaublich. La-di-da. Was soll das eigentlich? Ist das eigentlich ein Arm oder? Ach, wir können erstmal wieder alles aufladen. Haben ja jetzt wieder Munition bekommen. Und haben immer noch genügend Platz. Das ist fein. Fein, fein, fein. Da hinten sind ja noch Sachen geflogen. So. Hier. Unser toller Triple-Kill. Ha, alle in einer Linie. Hier hat jemand noch mehr gewütet, als es vorher der Fall war, habe ich das Gefühl. Das war dann bestimmt auch schon mal kaputt. Ich weiß es gar nicht, haben wir Energieknoten? Ich schaue einfach mal nach. Haben wir nicht, okay. Dann müssen wir uns damit gerade auch nicht rumkümmern. Abrackern. Und jetzt müssen wir zur Brücke. Und hier ist irgendwas passiert. Okay. Fein. Und da rein. Ah, wehe mit Tempo, ist irgendwas passiert. Meine Fresse. Ebene 1 geht nicht, dann Ebene 3. Gut. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ja. Wir haben ja immer noch uns mit den Doktors auseinandersetzen müssen. Und mit denen werden wir uns bestimmt nochmal treffen. Ja, die Bildschirme sind am Flimmern, da passiert gleich irgendetwas. Items. Ach, kommt, Leute. Passiert da etwas auf dem Rückweg? Oh shit. Ich habe das Gefühl, wir sehen gleich einen Freund wieder. Fußball.
Ich habe gerade eher das Gefühl, dass wir unseren alten Freund den, diesen Regenerator wiederfinden. Und auf den habe ich ja mal sowas von keinen Bock. USG Ishimura Communications Array. Ja. So, zum Com-Array. Achtung, empfindliche Anlagen. Jo, schön gut. Empfindlicher als sowas. Fein. Würde ich mal sagen, speichere ich jetzt hier direkt auch mal, dann ist das hier jetzt schon wieder direkt mal ein Part, dann sind wir auch im neuen Kapitel drin. Und dann schauen wir mal, wohin uns dieser wunderbare Aufzug dann führt. Ne? Also, gleich geht's direkt weiter für euch beim nächsten Tag. Hey, bis gleich. So, willkommen zurück. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal an, wohin der Aufzug führt. Dead Space, Part 43. Und wir sehen ein Log, Audio-Log. Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten, aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura. Hier ist... verfluchte Scheiße. Hier ist verfluchte Scheiße. Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Apropos Mayday, das war ja Anfang Mai gewesen, beziehungsweise Ende April. War einer von euch da? In der Mayday? Ich war leider nicht da. Ich wäre da eigentlich schon gern hingegangen, aber wegen Abitur habe ich gedacht, nee, das machst du diesmal nicht mit. Hier passiert doch irgendwas. Wird interessant, Leute, das sage ich euch. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Ach so. Darum das da auch. Kommunikationssteuerung, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Wunderbar. Offline. Schön. Und wir müssen uns umschauen. Stase. Okay, das heißt. Ah, weißt du hier, ich bin so ein Spieler, der benutzt Stase eigentlich nur, wenn es wirklich nötig ist. Luftkanistermittel. Auch gut. So, schauen wir mal nach. Es ist mir hier gerade ein bisschen zu wenig Action. Aber gleich werde ich bestimmt bedient. Das wette ich mit euch.